kann. Verstehe ich noch nicht. Es wird wahrscheinlich oh, gleich noch kommen. Hilfe. Oh Gott, ich, das wollte ich alles gar nicht. Aufträge, keine Aufgaben. Beginne deinen ersten Tag. Willkommen in Hogwarts. Oh, ist das schön. Ich freue mich so sehr. Ach, Mann. Oh Gott. Halten Sie die Augen nach weiteren Gelegenheiten offen. Im Schloss und auch außerhalb. Ich bin so gespannt, wie das hier mit den geheimen Gängen und so sein wird. Also ich habe ja damals bei der Gefangene von Azkaban, das war schon auf, das war noch auf PlayStation 2. Das war schon auch so ein bisschen Open World mäßig. Also man konnte, oh, ich bin so verliebt in diesen Eingang. Da konnte man beim dritten Teil schon ein bisschen mehr erkunden und selber rumlaufen und so. Und man konnte immer zwischen Ron, Harry und Hermine wechseln. Das fand ich auch immer sehr geil. Und zum Beispiel, da gab es dann so Hippogreife, die standen halt bei Hagrid an der Hütte. Und dann konntest du da immer hin und mit denen dann rumfliegen. Außer mit Ron, der konnte das nicht. You're welcome. Hallo Dorian, schön, dass ihr da seid. Dankeschön für deinen Raid. Wie war das Spiel und wie war Widget? Die perfekte Gelegenheit, Ihnen Flohflammen zu erklären. Oh ja, Flohflammen, ja. Ihr Handbuch enthält eine Karte des Schlosses. Öffnen Sie sie und suchen Sie die Haupthalle. Es ist so schön. Ich bin so verliebt in dieses Spiel. Oh, und ich habe ein frühzeitiges Geburtstagsgeschenk bekommen. Ich habe einen Slytherin-Mantel bekommen. Und, haltet euch fest, Moment, ich habe das hier irgendwo hingelegt. Ich habe das wieder eingepackt. In meiner Willy Wonka Schokolade war einfach ein Ticket fürs Harry Potter Theater und ich kann gar nicht glücklicher sein. Deswegen freue ich mich halt noch mehr auf dieses Spiel. Ich darf gar nicht mehr so viel darüber sagen. Ich habe vorhin schon ein bisschen geweint. Ja, ich freue mich so sehr. Bist du auch ein Slytherin? Musst du, wir sind Namensvetter. Ne? Das ist ein Flohflammen-Schnellreisepunkt entdeckt. Du kannst die Karte jederzeit öffnen, um nur zu allen entdeckten Flohflammen zu reisen. Ja, dann gucken wir da doch mal rein, ne? Da gucken wir mal rein, da. Oh Gott, oh Gott. Hogwarts ist in zwei Hauptbereiche unterteilt. Auf der linken Seite der Karte leben die Schüler und Professoren. Dort befinden sich auch die Gemeinschaftsräume der Häuser und die große Halle. Hast du viele Leute, die so gar keinen Plan haben von Hogwarts? Ja, da bin ich. Wo soll ich hin? Kann ich das auch hier dann einfach auswählen? Achso, ich soll die große Treppe auswählen. Oh, okay. Ich habe schon den ersten Unterricht gespielt. Oh, so weit bist du schon. Habt ihr nicht Widget noch gespielt vorhin? Wie schnell warst du denn? Ah gut, ich spiele jetzt auch erst seit 2 Stunden. Die erste Stunde ist draufgegangen, weil ich das Spiel nicht runterladen konnte. In dieser Ansicht kannst du die Flohflammen sehen, die in der Region verfügbar sind. Grüne Flammen zeigen von dir entdeckte Flohflammen an. Ja gut. Ja. Auf der rechten Seite findest du interessante akademische Einrichtungen, wie den Astronomieturm, Bibliothek, die Bäckerwechshäuser. Oh mein Gott, Leute, echt. Das ist so, mein größter Traum ist einfach wahr geworden. Professor Weasley hat für dich Flohflammen in der Haupthalle freigeschaltet. Nutze er, um die Karte zu drehen und begib dich per Schnellreise zu den Flammen. Ja, machen wir das mal. Widget auch noch, aber Hogwarts. Ja, verstehe ich. Ja, mega. Ich finde das so cool, dass wir auch alle so unterschiedlich sind. Also, es gibt hier jemanden im Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, wir haben alles einfach. Direkt zur Haupthalle. Eigentlich wäre ich nach Gryffindor gekommen, wenn es nach Pottermore gegangen wäre. Aber mein Herz, ihr seht es, ich habe sogar den Hintergrund grün gemacht. Deswegen. Auch wenn es gerade ein bisschen eher türkis aussieht, aber... Oh mein Gott, ich bin wirklich so begeistert von diesem Spiel. Oh. Es
der Wahnsinn. Ich war damals schon so begeistert von der Gefangene von Azkaban, aber das hier ist halt nochmal so... Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Oh, ist das schön. Was ich geben würde, um einmal im Leben da zu sein. Das Herz des Bienenstocks. Unser King's Cross sozusagen. Langzeitspaß, ich hoffe auch, echt. Aber bis jetzt gefällt es mir wirklich sehr, sehr gut. Das reicht erst einmal. Sie haben heute noch Unterricht in Zauberkunst und Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und ich möchte, dass Sie schnellstmöglich Hogsmeade aufsuchen, um zu kaufen, was Sie auf dem Weg verloren haben. Neue Klamotten. Das ist viel wichtiger. Mhm. Könnten Sie mir mehr über Verteidigung gegen die dunklen Künste erzählen? Verteidigung gegen die dunklen Künste befasst sich, wie der Name sagt, mit der Verteidigung gegen das Böse, das jenseits dieser Mauern lauert. Um Auror zu werden, ist es erforderlich, die Verteidigung gegen die dunklen Künste zu beherrschen. Zum Glück haben wir, was das betrifft, mit Professor Hackett eine talentierte Lehrerin für unsere Schüler. Surprise! Oh, erzählen Sie mehr über Zauberkunst. Die Kunst der Zauberei. Was will ich in Zauberkunst lernen? Das, wonach es klingt. Zaubersprüche, Zauberkunst. Das ist halt richtig obvious, ey. Alles sehr nützlich. Alles sehr nützlich. Professor Ronan werden Sie bestimmt mögen. Er ist ein schlauer, unterhaltsamer Zauberer und ein guter Lehrer. Ich bin aber auch froh, dass das alles vor Harry Potter spielt. Lupin. Das musste sein. Ich habe sogar seinen Zauberstab. Leute, richtig gewappnet hier. Ich sage euch, mein größter Traum ist hier wahr geworden. Ich bin aber super froh, dass das Ganze halt echt vor Harry Potter spielt, weil ich glaube, dadurch hatten die Entwickler halt noch mehr Freiraum, natürlich, ist ja klar. Aber irgendwie ist das Gefühl auch irgendwie cool, so das davor nochmal zu erleben. Hagrid ist auch am Game. Ja, ist Romy online? Sie erwähnten Hogsmeade, Professor. Hallo, Renke. Hogsmeade ist das einzige Zaubererdorf in Großbritannien mit zahlreichen Geschäften und Kneipen. Alter, da gehen wir mal in werden Sie mit Sicherheit Butterbier alle saufen. Schulsachen finden, die Sie benötigen. Schulsachen, nicht und bestimmt saufen mit werden einem Sie dort auch viel Fein. Butterbier mit Ihren Freunden genießen. Butterbier ist aber richtig widerlich. Ich habe es einmal getrunken. Eigentlich. Danke, Professor Weasley. Hätte ich nicht das gedacht. Das ist viel für den ersten Tag. Und Sie werden noch sehr viel mehr Danke, lernen in welchem müssen. Haus bist du? Netterweise haben Ihre Professoren zugestimmt, Ihnen außerschulische Aufgaben zu geben. Sie werden rasch aufholen. So versiert, wie Sie Revelio eingesetzt haben, dürfte Professor Figge Ihnen zumindest die Grundlagen beigebracht haben. Ganz verstehen. Professor? Er hat nur sehr wenig über die Ereignisse vor Ihrer Ankunft erzählt. Vor allem, was diesen schrecklichen Drachenangriff angeht. Ich vermute, es geht bei der Sache um mehr als die Suche nach Besitz. Wenn du aber den Stream guckst, bekommst du Belohnungen. Ich hab Drops an. Ist auch besser, dass es vorspielt, sonst hätten die so oft darauf verweisen müssen, sozusagen, dann hätte er die ganze Zeit Sachen gehört. Ja, genau. Und ich glaube, dann wäre die Hate-Welle auch sehr groß gewesen, weil dann Dinge vielleicht nicht so sind, wie man erwartet hätte und so. Deswegen finde ich das halt echt cool, dass das halt alles so vorher ist. Mein Bruder ist mega am Schwärmen vom Spiel. Du hast einen Bruder? Ich habe die Drops eingesammelt, bevor ich das Spiel nicht spiele. man kommt nur Accessoires und so, also Klamotten, irgendwelche Masken. Muss aber auch um 4.30 Uhr wieder aufstehen, also Feierabend. Ja, verstehe ich. Mit der Sache mehr als die Suche nach Besitztümern und eine ausgedehnte Reise zum Schloss. Ja. Wir haben auf dem Weg hierher einen kleinen Umweg gemacht, ein paar Ruinen erkundet und mehr sollte ich nicht sagen. Ruinen erkundet? Aber. Professor Fig hat vermutlich seine Gründe, die Details für sich zu behalten. Nein, bekommt man nicht. Wenn oh, da ist er! Spricht, das ist mein Boy! Professor Fig. Professor Ihnen Fig. Müssen wohl die Ohren klingen. Oh? Ja.
Sie scheinen unserem Neuling eine solide Grundlage in einfacher Zauberei vermittelt zu haben. Ich kann Rivelio. Ja, ich fürchte, das ist nicht allein mein Verdienst. Unser Neuzugang hat eine seltene Begabung für Magie, wie es scheint. Er ist so süß. Nun, ich bin froh, dass Sie beide heil angekommen sind. Danke nochmal für deinen Raid. Ich kann das voll verstehen. Alles gut. Gute Nacht. Ich würde nicht sagen, dass ich den Weg des Drachen wählte. Vielmehr scheint es leider, dass er uns wählte. Nun gut, genug geplaudert. Ich muss selbst zum Unterricht. Kann ich darauf zählen, dass Sie die Karte im Handbuch erklären, Professor? Natürlich. Danke. Professor Fick, ey. Viel Glück heute. Und denken Sie an Ihr Handbuch. Es ist von unschätzbarem Wert für Sie. Ja, ich bin gespannt. Ebenso für mich übrigens. Denn ich kann damit Ihre Fortschritte beobachten. Das ist krank, bitte, ja, Professor. Nicht. Kommen Sie doch heute nach dem Unterricht in mein Klassenzimmer. Nee. Dann werde ich Ihnen mehr über die erwähnten Aufgaben erzählen. Und dann sehen wir, ob wir Sie zum Einkaufen nicht nach Hogsmeade bekommen. Ja, ich will shoppen gehen. Ja, ich muss mit Professor Fick reden, aber ich möchte auch gerne gerade mal ein bisschen hier rumlaufen. Ach Mann, ich darf noch nicht rumlaufen. Rivelio! Rivelio! Schade. Schön, Sie zu sehen, Professor. Gleichfalls. Ich hatte gehofft, dass sich unsere Wege kreuzen, bevor Sie sich Ihren Studien widmen. Habe ich Sie und Professor Weasley etwa von Ruinen sprechen hören? Ja, Sir. Aber ich habe ihr nichts weiter über unsere Reise hierher erzählt. Ich befürchte allerdings, sie ahnt, dass wir nicht ganz ehrlich sind. Nun ja, Professor Weasley ist eine geniale und kluge Hexe. Gut, dass sie die Einzelheiten zunächst für sich behalten hat. Hallo, Leon. So lange wie es geht. Wir wissen nicht, wohin uns dieser Pfad noch führen wird. Womöglich erfordert er etwas mehr Flexibilität ihres Zeitplans, als ihr lieb ist. Und sie könnte sich verpflichtet fühlen, dem Schulleiter Details mitzuteilen, die unter uns bleiben sollten. Verstanden, Professor. Gut, nun, so kompetent Sie auch sind, denke ich, Ihre Fähigkeit macht eine gute Ausbildung unerlässlich. Die sollen mal aufhören zu quatschen, ich will jetzt hier rumrennen. Haben Sie ein ausgezeichnetes Gefolge von Hexe und Zauberern, das Ihnen zur Hand geht. Apropos Hand, und bevor Professor Weasley mich wieder auf Ihre so charmante Art maßregelt, warum zeige ich Ihnen nicht den cleveren Zauber, den wir dem Handbuch beigefügt haben? Ja, gib mir alles. Sie die Karte auf. Ich will alle Zauber kennen. Gute Frage. Ich habe morgen Urlaub. Ich habe extra Urlaub genommen. Karte öffnen. Hauptaufträge. Das Erledigen von Hauptaufträgen bringt die Geschichte voran, schaltet neue Features frei und gewährt EP. Morgen Vormittag habe ich Urlaub. Ja, ich muss ab 12 muss ich 4 Stunden machen. Ja, aber das geht ja noch. Danke, dass du trotzdem dabei warst. Gute Nacht, danke. Einige Aufträge sind durch Zauberspruch und oder Stufenanforderungen gesperrt. In diesen Fällen musst du die erforderliche Stufe Zauberspruch aktivieren. Neue Zauberspruch können durch Erledigen der Aufgaben von den Professoren oder als Auftragsbildung erworben werden. Unterrichtsstunde Verteidigung gegen die dunklen Künste oder Zauberkunst? Wo wollen wir hin? Hier lernen wir Levioso. Was setzt du Scheiß an? Und hier Accio. Ich glaube, wir müssen sowieso beides machen, aber was machen wir als erstes? Also ich weiß ja schon, was ich lieber machen würde. Was sind die zwei? Levioso ist der Schwebezauber und Accio ist, um etwas ranzuholen. Also wenn ich jetzt sage, boah, keine Ahnung, Accio Sprite-Flasche, dann kommt die halt zu mir hingeflogen. Wieso hüpft denn das Ding? Also, ach so, weil ich da bin. Wie ein Jedi-Schwert. Ja, so in etwa, ja. Das nehmen wir.
Ja, also der Akio hätte ich auch gerne so im echten Leben. Was du lieber nimmst. Oh, na komm, nimm mal Levioso. Die Karte ist verzaubert und weist ihnen den Weg. Das wird mir sicher weiterhelfen. Danke. Sie haben einen langen Tag vor sich mit Unterricht und einem Ausflug nach Hogsmeade zur Beschaffung von Vorräten. Ich freue mich auf Hogsmeade. Eines Zauberstabs. Sie werden Mr. Ollivander mögen. Er versteht sein Handwerk und ist ein guter Freund. Ich melde mich, wenn ich mehr über unser geheimnisvolles Medaillon weiß. Oh, ich sag ja, Mr. Fick und ich sind so... Konzentrieren Sie sich derweil auf den Unterricht. Denn von der Magie, die Sie in diesen Wänden lernen, hängt womöglich mehr ab als nur Ihre ZAGs. Ich muss aber ausschlafen. Ich habe heute schon verschlafen. Alles gut. Wir machen ja morgen weiter. Morgen Abend. Dann... Deswegen, also alles easy. Also ich werde auf jeden Fall noch weitermachen. Einmal pro Woche ist normal, dass du verschläfst. Ist nicht gut. Ist was drin? Nein. Ich weiß es einfach. Geh lieber ins Bett. Revelio. Hallo, wir kennen uns noch gar nicht. Gut. Hallo. Ich bin Lenora. Dann schlaf gut und danke, dass du da warst. Alle halten mich für durchgeknallt. Samantha denkt, ich sei verrückt. Aber das liegt an diesem Bild. Ich habe es noch nie bemerkt. So wie ich Hogwarts kenne, taucht ein leerer Rahmen nicht ohne Grund auf. Da steckt mehr dahinter. Gibt es in der Schule noch mehr leere Gemälde? Ja, ein paar. Dieser ganze Ort ist ein Rätsel, um ehrlich zu sein. Wenn ich dieses Rätsel lösen kann, kann ich auch die anderen schaffen. Also fange ich einfach hier an. Na, ist aber nicht so gut. Also richtig Schlafstörungen schon. Ich habe da, ich nehme da meistens dann so Melatonin-Tabletten, so 2, 3, und schlafe ich immer wie ein Baby. Aber vielleicht hast du allgemein, weil so unregelmäßiger Schlaf oder so, dass sich irgendwas wach hält. Hast du inzwischen etwas über das Gemälde herausgefunden? Ich habe herausgefunden, dass Lumos einen Effekt hat. Aber wie soll ich weiter vorgehen? Ich sehe mich um, wenn ich Zeit habe. Könnte interessant sein. Ich habe mir lange genug das Hirn zermartert. Ich hoffe, du hast mehr Glück als ich. Ja, das wird daran liegen, ne? Dass man dann zu viel... Komm bitte zu mir, falls du über etwas Erhellendes bezüglich des Rätsels dass du zu viel darüber nachdenkst. Lumos. Das muss ein Hinweis sein. Ich sollte schauen, ob es in der Nähe ist. Das muss ich finden. Sieht so nach Slytherin da oben aus. Okay. Ich suche das mal. Das könnte doch der rote Baron da sein. Ja, bis morgen dann. Schlaf schön und ich hoffe, du hast einen erholsamen Schlaf, dass du dann morgen mal ein bisschen fitter unterwegs bist. Oh, der ist ja süß. Enthüllen. Öffnen. Revelio! Das geht nicht. Was kann man denn hier alles machen? Oh Gott! Das sieht aus wie der Ort auf dem Gemälde. Ja. Was ist so besonders daran? Da, Revelio. Lumos. Zurück in den Rahmen mit dir, kleine Motte. Komm mit, kleine Motte. Ich wusste, es gibt eine Verbindung. Ich sollte Lenora sagen, dass ich das Rätsel gelöst habe. Oh, es ist weg. Oh.
sind alle meine Geschwister in Hogwarts. Unsere arme Mutter weiß nicht mehr. Ich musste aber noch mal runter, da war ja noch irgendwas. Was war hier noch? Revelio. Hier. Gregor der Kriecher. Diese Statue mit dem einschmeichelnden Grinsen stellt den Zauberer Gregor den Kriecher dar, der durch die Erfindung des Gregor-Zaubertranks berühmt wurde. Wodurch derjenige, der ihn trinkt, glaubt, dass die Person, von der Zaubertrank kam, sein bester Freund wäre. So sieht der auch aus. Oh, vor denen hatte ich damals schon immer Angst in den Harry Potter-Spielen. Hier sind noch mehr Flohflammen. Hallo, wie schön, Sie zu sehen. Oh, sieht so schön aus. Echt, kann ich mehr. Da fehlt doch noch was. Wo ist denn die Alte, mit der ich da eben geredet habe? Du solltest dich nicht so über Kräuterkunde aufregen. Ist das sonst nicht brauchst sie? Du noch einen Beruhigungstrank. Kann ich hier rein? Gut. Ui. Oh mein Gott. Warum flüstere ich so? Ich komme so in die Bibliothek und flüstere einfach. Die Geister. Sieht ein bisschen weird aus. Schade. Ich dachte, wenn man durch die durchläuft, dann sagen, also sagt der Charakter auch so, das war ja immer so eklig, wenn man durchgelaufen ist. Vielleicht ist das auch nur mein Humor, ich weiß nicht. Oh, ein Hauself! Oh, ich liebe das, auch dass sich die Bilder bewegen und es ist... Also, ich werde wahrscheinlich in den nächsten Streams auch noch richtig geflasht sein von dem Spiel. Sorry. Komme ich wahrscheinlich erst später durch eine Mission hin. Revelio. Wieder mal auf Abenteuertour? Psst. Sind hier in der Bibliothek, Fräulein. Dann gehen wir mal da hoch. Also wie gesagt, ich finde es gerade auch viel spannender für mich, hier die ganzen Sachen mal zu entdecken und so, weil klar, also natürlich mache ich noch die Story und ich mache auch alle Nebenquests. Wie gesagt, ich will das Spiel ja auf 100% spielen. Aber ich finde es gerade so viel interessanter, hier mal alles zu entdecken und anzuschauen. Diese ganzen Details, die hier eingearbeitet sind, mit diesen verschiedenen Figuren da zum Beispiel, die da vorne sind. Diese ganzen Ornamente und so, es ist so... Oh, es ist so schön. Guck, das könnte ich sein, das ist meine Denkerpose. Oh, hier ist noch einer. Revelio. Oh, da unten geht's auch ab. Lumos. Ja, das kann ja nur dann wahrscheinlich auf der anderen Seite sein. Ja, da vorne ist es. Rennen wir mal rüber. Mit der Kamera, sich komme ich manchmal noch nicht klar. Vielleicht kann man das auch noch mal ein bisschen anders einstellen. Komm, kleine Motte. Folge mir. Oh, die Musik, ne? Oh, so schön. Schlecht. Und ich finde es toll, dass ich springen kann. Das ist die wichtigste Funktion, haben die noch eingebaut. Oh, da liegt was.
Professor Black, dürfte ich ein Zauberverbot in der Bibliothek verschlagen? Jemand hat sich in die verbotene Abteilung geschlichen und Cressida Bloom scheint die Bibliothek als ihre persönliche Arena zu betrachten, in der sie ihre neuesten Beschwörungsformeln übt. Das ist äußerst störend. Man könnte Peeves im Vergleich zu solchen Possen als Zar bezeichnen. Ein richtiger Streber, aber bestimmt ein Ravenclaw, das geschrieben hat. Oh, oder sie. Was ist, wenn ich jetzt Zauber? Nix. Ich dachte, ich krieg Ärger. Meine Mutter hat einen Heuler geschickt für meinen Ungenügen beim. Den kannst du langsam wirklich gut. Lenora ist hier oben. Mit der rede ich dann mal. Lenora? Was geht ab? Lenora? Kann ich das hier öffnen? Nee. Wir müssen ein bisschen mehr looten. Es geht ja bald noch Hogsmeade. Lenora? Ich habe das Rätsel des Bildes gelöst. Wirklich? Ja, ich... Wie? War das. Ich habe Hinweisen gefolgt. Ich habe den Ort auf dem Bild gefunden und mit Lumos eine Motte zum Rahmen gelenkt. Alles sehr logisch, ja. Schade. Ich war so nah dran, es zu lösen. Du hast ein Händchen für Rätsel. Nati ist auch gut darin. Amit auch, obwohl er sie zu ausführlich erklärt. Ich bin froh, dass es gelöst ist. Die ja. Motte! Wie habe ich das übersehen? Oh. Klamotten bekommen. Und was ist das hier? Naja, werde ich später noch herausfinden. Hallo Denise, schön, dass du da bist. Es ist so toll. Ich bin so verliebt in das Spiel. Spielst du es auch noch, oder? Oh, die ist ja süß. Ich dachte erst, das ist eine Professorin oder so. Oh, aber da geht er aber. Huch. Aber wenn, dann hätte ich gern die Eule. Revelio. Und es ist so geil, dass du einfach... Oh Gott, einfach mal rein. Ich kann einfach in jede Tür gehen. Und dann ist da wieder irgendwas Geiles. Oh, so Hammer. Oh, du musst es dir wirklich holen. Also, ohne Scheiß, als Harry Potter Fan. Oder wenn du so ein bisschen begeistert bist von dieser Welt. Man muss es sich holen. Es ist so, so schön. Ich weiß halt gar nicht, wo ich anfangen soll. Rebellion. Brandflecken. Angeblich der Ort, an dem zum ersten Mal erfolgreich Bombarda gewirkt wurde, wobei man über die Definition von erfolgreich streiten kann. Datum unbekannt, Anwender nicht mehr zu identifizieren. Ist ja geil. Oh mein Gott. Dieser Humor ist auch so toll. Oh, hier war, glaube ich, gerade eine Kröte. Kein Plan, wo ich hier gerade hinkomme. Ich liebe Harry Potter, die höre ich immer zum Einschlafen. Es ist Hammer. Also du musst es unbedingt spielen. Ich sag's dir. Revelio. Bin ich denn hier jetzt gelandet? Froschchor! Hier sitzen die schleimigen und doch melodischen Frösche, die den Froschchor von Hogwarts bilden. Diese magischen Amphibien singen harmonisch mit 6 Stimmen und treffen den Ton dabei besser als die meisten Menschen. Hä?
Hogwarts, 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 Hogwarts. Bring uns etwas bei. Ich sag's ja wirklich. Und Drops sind übrigens an. Also du kannst über den Stream sogar Belohnungen sammeln. Für das Spiel. Ey, ich habe gar keinen Plan, wo ich hier gelandet bin. Also ist das irgendwie so musikzimmermäßig, Dachboden. Komme ich noch nicht so wirklich weiter? Ich gehe noch nicht runter. Ich möchte hier hinten nochmal rein. Hogwarts, Hogwarts. Ah, ich kann das hier noch nicht öffnen. Ich darf hier, glaube ich, auch noch gar nicht rein. Ui, was ist das denn Schönes? Das kann ich bestimmt mit Levioso irgendwo hinpacken oder so. Habe ich auch schon gesehen, richtig cool, und auch die Emotes. Ja. Also die neuen Sachen. Das ist schon nice. Lumos. Revelio. Also irgendwas kann ich mit der Eule hier machen. Ich weiß aber nicht was. Ja, okay, okay. Ich muss sie später mit Levioso da hochpacken. Okay. Habe ich leider noch nicht. Aber dann wissen wir das schon mal. Es heißt hier nicht Leviosa, es heißt hier einfach Levioso. Ui, eine Riesentruhe. Handschuhe, ui. Oh, das ist Quidditch-Feld. Da sind Drachen. Ich lasse einen Drachen steigen. Oh mein Gott, ist das geil. Und überall, alles, was wir da hinten sehen können, da können wir mit dem Besen hinfliegen. Alles, was man sieht, da kann man hin. Da wollte ich gar nicht rein. Gestirn. Ein oder zwei Regelaushänge. Gut. Ich möchte wieder zurück, danke. Word. Mega. I'm in love. Also ich habe auch schon einfach gesagt, es ist so einfach mein größter Traum ist wahr geworden. Ich bin so froh, dass ich morgen Urlaub habe. So, wir gehen erstmal wieder runter. Ich glaube, gerade jetzt am Anfang macht es auch noch gar nicht so viel Sinn, so viel zu entdecken, weil ich einfach auch noch nicht so viel machen kann. Deswegen gehen wir jetzt mal runter zur Verteidigung der dunklen Künste. Kann ich mir das hier eigentlich markieren, ne? Nee, ne? Ich kann hier nichts markieren. Karte von Hogsmeade, Weltkarte. Okay, nee, kann ich noch nicht. Weil den Turm hier werde ich niemals wieder in meinem ganzen Leben finden. Ich weiß halt doch gar nicht, wo ich bin. Denn? Revelio. Geplättete Rüstung. Diese Rüstung gehört Sir Scagglethorpe, dem Achtlosen, der törichterweise einen Bergtroll zu einem Spiel Reise nach Jerusalem herausforderte. Da komme ich leider noch nicht raus. Aber Mitte nächste Woche Urlaub. Oh ja, da musst du sie unbedingt holen. Ich sag's dir, man braucht richtig viel Zeit dafür. Revelio. Man sagt, die Glocken der drei Schwestern seien ein Tribut an drei gleichnamige, wunderschöne, steile Bergkämme, die sich majestätisch über eine Schlucht in Aggrelshire erheben. Gerüchten zufolge kann man sie in der Schlucht weit über das Hochland hinaus läuten hören, wenn sie im Schloss geläutet werden. Die Einheimischen sind seit Jahren über das geheimnisvolle Läuten verblüfft. Level up.
erstmal kaputt machen. War da kein Dauer. Revelio. Der hat so viele Sachen. Was war das? Diese hölzerne Statue bildet Pango Don ab, den furchtlosen Mäusejäger und hingebungsvollen Lerngefährten. Ui. Ist ja süß. Revelio. Oh, der hat nix. Ist das hell? Schön. Interagieren. Oh. Lol. Ja, oh. War zu langsam. Ich muss raus. Wie viele geile Klamotten kriege ich denn bitte? Oh, Hammer. Bin ich wieder zurück? Nee, das sieht nur nicht nach zurück. Ah, oh.